Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Heute nach der Fett der Blick. Auf den Ölpreis. Wir sehen es hinten schon, der Ölpreis im Fokus der Spekulanten. Da gibt es doch einiges, was wir durchaus als Trader im kurz- sowie mittelfristigen Bereich auf der Uhr haben sollten. Bevor wir uns heute allerdings die interessanten Charts anschauen, äh, wie immer noch der kleine Hinweis: die äh, Traderinnen und Trader, die hier jeden Morgen zuschauen, die wissen das schon. Liken ist an der Tat, äh, Tagesordnung sozusagen. Also rein. In die oder ran an die Maus oder äh, den Finger auf den Like-Button klicken, das Ganze auch abonnieren, damit nichts verpasst wird. So kommen wir hier weiter, so können wir immer mehr Leute erreichen. Danke dafür. Also, Guys, Thumbs up und dann läuft das Ganze hier. Was auch läuft, ist wie immer der Risikohinweis, den bitte ich in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das hätten wir durch und damit kommen wir zu den Tagesnachrichten. Also Geht Zack-Zack heute gute Informationen zu Australien hier wir haben ja den Australdollar auch immer mal auf der Uhr äh, die Anzahl der Erwerbstätigen hat sich deutlich gesteigert das ist eine feine Geschichte das ist gut für die, EU, äh, für die Wirtschaft in Australien äh, und das wird sich auch entsprechend auswirken auf die Währung und uns gute Trading Chancen bieten heute spricht Frau Lagarde die EZB Präsidentin gleich zweimal einmal ja hier steht in gut einer halben Stunde und zum anderen gegen Mittag und das ist natürlich sehr sehr wichtig für die Märkte. Ich bin gespannt was Frau Lagarde zu berichten hat und wie das Ganze sich auf den Euro auswirkt. Der Euro ja jüngst nach der Fettzinssitzung nach oben hin angestiegen, weil der Dollar nach der Fed-Sitzung etwas unter Druck gekommen ist. Wir kriegen heute um 13 Uhr die Zinsentscheidung der Bank of England und das Sitzungsprotokoll und in den USA um 13:30 Uhr die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und den Philly Herstellungsindex. Tja, und gestern war es dann soweit. Die Märkte haben gewartet auf das, was Paul sagt. Und was hat Paul gesagt? Paul hat eigentlich alles richtig gemacht, meiner Meinung nach. Er hat ähm, die Märkte sozusagen nicht beunruhigt. Er hat ein paar gute Dinge gebracht. Zum Thema auch der Erwartung zur wirtschaftlichen Entwicklung. Man geht von einem Bruttoinlandsprodukt in 2021 in Höhe von plus 6,5 Prozent aus. Die Inflation erwartet die FED im laufenden Jahr bei 2,4 Prozent. Damit liegt die Inflation über dem Ziel der FED. Das liegt ja bei 2%. Aber gleichzeitig hat Paul gesagt, man rechnet da nur mit einem vorübergehenden Anstieg und es werde sich nichts an der niedrigen Zinspolitik ändern. Heißt an dieser Stelle, der Leitzins wird voraussichtlich bis 2023 nahe der Nulllinie bleiben. Die FED hat ja auch relativ wenig ähm, äh, ja, äh, Chancen, die Zinsen zu erhöhen. Wenn die das kurzfristige Ende erhöhen, dann knallt es mal ordentlich in der fed ähm, Ja, und ähm, ich muss sagen, das ist schon eine Message. Und die Märkte, die sind in Partylaune. Das werden wir auch gleich sehen. Wir gehen mal ganz kurz hier auf die Charts, bevor wir uns heute äh, mit dem Öl auch weiter äh, beschäftigen. An dieser Stelle sehen wir mal hier ganz kurz den Blick in das. Moment, hier haben wir es. Ich mache die Charts nochmal ganz groß. Äh, sehen wir den Blick entsprechend in den Euro mal. Hier sehen wir es gestern, diese Kerze. Das war hier Party-Modus. Zack, oben rauf, über äh, die Zwischenhochs. Wir haben ja das kurzfristige Setup gestern besprochen. Es wird hier im Euro jetzt natürlich sehr, sehr spannend zu sehen, ob der Markt tatsächlich hier oben drüber pfeift, über die Marke von 1,99. Dann haben wir einen Aufwärtstrend, einen auf Tagesbasis und das spielt dann wieder den Long-Trader in die Karten hier hoch, Richtung 1,21. Wir werden sehen, äh, was kommt und ich denke, das Zünglein an der Waage wird auch so ein bisschen die Frau Lagarde sein, äh, die äh, jetzt in Kürze und heute im Vormittag spricht, aber ähm, das schauen wir uns ganz, ganz genau an an dieser Stelle. Aber man sieht die Party und dazu mal noch jetzt bitte entsprechend festhalten hier, äh, schauen wir uns mal die Indizes an, das scrolle ich einfach mal hier unten durch, gehen wir mal los hier, schauen wir mal Japan, wo haben wir es, jetzt muss ich mal kurz gucken, wo ist er, JP225, Zack, <laughs> ich meine, der Markt kommt natürlich auch ein bisschen zurück, aber wenn man mal sieht, wie die Reaktion äh, des Marktes ist auch erstmal ordentlich nach oben pfeifen. Das ist schon, das ist schon genau die Reaktion, die wir haben. Und ähm, ich sage es wie es ist: Es ist hier auch alles in Ordnung. Und da sehen wir auch wieder, wie gut das planbar ist. Denn wenn wir uns mal hier diesen kleinen untergeordneten Abwärtstrend angucken, der die Korrektur gegeben hat, und wir das mal kurz in die Stunde reinschieben. Dann sehen wir auch, dass das ganz normal ist, dass der Markt mal ein Stück zurückkommt. Aber da sehen wir halt auch: ja? guckt mal, von wo wir gekommen sind und was hier liegt: ein Hoch, ein Hoch. Ein Hoch, ein Hoch. Das sind die Positionen, wo dann die Orders der Shorthändler liegen, die müssen sich absichern und die schiebt es dann nach oben. Und irgendwann, irgendwann ist da natürlich vorbei. Hier oben dieses Level, das war schon relativ hoch, hier knapp unter der 30.500 Punkte-Marke. Und da geht es jetzt erstmal ein Stück weit in die Korrektur. Aber es ist noch einiges zu holen auf der Long Seite. Und wenn wir uns den Tageschart mal anschauen, hier oben bei 30.713, da haben wir es allzeit hoch. Aber die Reaktion auf das was die fett gemacht hat jawohl das ist natürlich wirklich hochinteressant zu sehen. Und das ist nicht der einzige Markt, äh, der so reagiert. Der australische Aktienindex ist momentan relativ stabil, aber wenn wir uns mal den DAX anschauen, der geht auch heute Morgen wieder ein neues Allzeithoch geschrieben. Da kann ich die Latte hier gleich mal ein Stück höher setzen. Heute haben wir geschrieben bei 14.744 das neue Allzeithoch. Jetzt kommt es natürlich erstmal so ein bisschen äh, ja, äh, zum, 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 zum Zwischen, äh, zum Zwischen, äh, ja, sage ich mal, äh, zur kleinen Korrektur oben ähm, aber wir werden sehen was die Händler am Tag draus machen der markt sollte sich schon freuen über das was dort gekommen ist ähm, das entsprechend hier in den USA der Markt weiter mit günstigem Geld versorgt wird, ähm, die Erwartungen an das Wachstum in den USA hoch sind. Äh, das sollte natürlich auch der deutschen Exportwirtschaft entsprechend helfen. Ähm, also, das alles in Summe ist schon eine gute Geschichte. Wenn wir uns den DAX jetzt mal anschauen wollen, hier im Kurzfristbereich, ich meine, wir sind da oben auf Allzeithoch heute gewesen und wir haben es ja gesehen, die letzten Allzeithoch sind immer mal ein bisschen abverkauft worden. Und wenn wir uns da in diesem Kontext mal den DAX anschauen wollen, hier der Start. Schub nach oben, wo hier entsprechend neue Anlaufpunkte sind. Wartet mal, dann nehme ich mal kurz die ganzen roten Marker hier raus. Die brauchen wir nicht. Die sind alle schon abgefrühstückt. Für uns ist jetzt interessant, wie es weiter reingeht. Ähm, wir sind hier mittlerweile, ich gebe es mal kurz an. Schaut mal, das ist der untergeordnete Abwärtstrend, der sich hier im Kleinen bildet nach diesem starken Schub nach oben. Ne? Ist erstmal normal. Das heißt, hier die Fortsetzung zur Unterseite hin ist schon da. Wenn wir jetzt mal schauen wollen, wo wir entsprechend Anlaufmarken. Zur Unterseite haben, dann können wir sehen, schaut mal hier, hatten wir ein kleines Mini-Zwischentief um die Marke von knapp 14.645, ähm, 46 in etwa rum. Das wäre mal ein Anlaufpunkt, ähm, wo wir durchaus mit einer Umkehr rechnen können. Sollte es zu stärkerem Abgabedruck kommen, das nächste Level wäre hier der ehemalige Ausbruch übers alte in Anführungsstrichen allzeit hoch, hatte ja nicht lange Bestand, Hier um die Marke von knapp 14.615 Zählern, das wäre das eine Level. Das zweite Level knapp unten drunter, hier an dieser Stelle, da, wo wir hier über diesen Schub drüber gegangen sind und den Trend entsprechend nach oben geschoben haben, das wäre mal das nächste Anlauflevel. Also hier, das, wo das herkommt, ich skizziere es mal ganz kurz ein, schaut mal hier, hat sich ja der kleine Abwärtstrend gebildet, hier an dieser Stelle schön nach oben gelaufen, zack oben rein. Dann war das das Korrekturtief und dann sind wir hier über diese Marke gelaufen und dann kam die Fortsetzung über diese Marke, die uns dann hierhin gebracht hat, die Korrektur und dann den Schub nach oben. Und wenn diese Marke hier unten tatsächlich rausgenommen wird, dann sollten wir ein bisschen tiefer in die Korrektur ähm, auch reingehen können. Und wie schon gesagt, die Level, das sind erstmal die Ausbruchslevel und das nächstgrößere Level, was trendbasiert ist, das haben wir hier unten in diesem Bereich, äh, wo wir die Linie liegen haben. Grob hier, das ziehe ich mal hier hoch. Das Level hier, das ist auch ein Schwunglevel. So, um die 14.530 Punkte. Warum ist das ein Schwunglevel? Hier ist es natürlich Support, das ist das eine. Ja, hier haben wir rumgedreht, aber. Das Schwunglevel haben wir von hier unten. Da sind wir quasi aus der Abwärtssequenz, die wir nach unten gelaufen hatten. Wartet mal, sieht man das hier durch den kleineren Zeitraum? Ja, schaut mal, das war die Abwärtssequenz und die haben wir halt hier oben rausgenommen. Da ist der Markt nicht gleich drüber gelaufen, sondern hat erst ein bisschen gezögert und dann kam der Schub und deswegen ist das durchaus ein Drehbereich mit Marktrelevanz. Das hier der Blick entsprechend in den DAX. Und das gleiche Bild können wir auch bei den US-Märkten auch feststellen. Hier auch der NASDAQ jetzt natürlich erstmal unter Feuer äh, zur Unterseite, aber wenn wir uns den Tageschart mal anschauen wollen, guckt euch das mal an. Der Nasdaq natürlich hohe volatil weiterhin, ja, da gibt da gibt's nichts dran auszusetzen, ja. Ähm, wir werden morgen mal noch ein bisschen intensiver über den Nasdaq sprechen und über das, was da kommt. Das macht morgen früh einfach Sinn, äh, dass wir uns da ein bisschen Zeit nehmen, weil ich weiß, dass der Nasdaq immer wieder nachgefragt wird und ich weiß natürlich momentan auch, wenn wir uns die Charts anschauen, dass der richtungsführende, ähm, ähm, sag ich mal, Index in den USA eher der Dow ist äh, anstelle vom Nasdaq. Das sieht man auch, wenn man, wenn man sich den Stundenchart auch anschaut. Aber auch der Tageschart der DAO sieht halt ganz, ganz anders aus. Aber die Technologie ist einfach die Zukunft, und ähm, das wird sich äh, durchaus in Zukunft auch wieder fortsetzen, dass wir hier gute, starke Wachstumsraten in diesem, in diesem äh, Level entsprechend auch haben. Das wird sich alles ein bisschen, ähm, ja, sag ich mal, irgendwann ausnivellieren und das, das, das die kurzfristige Entwicklung hier. Im Nasdaq, die schauen wir uns dann morgen mal in aller, aller Ruhe an. Was ich hiermit einfach nur sagen möchte, ist: schaut mal, gestern ganz, ganz hohe Nervosität hier an dieser Stelle. Das sehen wir an dieser Kerze. Aber die tiefen Kurse wurden wieder mal zum Kauf genutzt. 12.900 Punkte war das gute Fanglevel. Zack, ging es wieder nach oben. Also, wir haben eine hohe Wohler. <laughs> Und diese hohe Wohler kann man als Trader auch relativ gut nutzen. Deswegen nochmal kurz hier äh, den Blick in den äh, Chart entsprechend rein. Hier sehen wir die ganz, ganz große Kerze gestern hier. Das war die Partykerze, kann man so sagen. Ähm, und wenn wir uns das ganze Thema mal eben im 5-Minuten-Chart anschauen wollen, äh, dann sehen wir hier jetzt die Kurzfristigkeit für die Trader. Äh, und das sehen wir auch hier. Dieses Level, dieses kleine Unterstützungskauflevel hier in diesem Bereich, das ist jetzt wichtig, wo wir hier halten. Da ist der Markt gestern drüber geschossen, hat das als Kaufposition genutzt und ist dann nach oben gelaufen. Wenn das jetzt massiv abverkauft wird, dann müssen wir uns erstmal ein bisschen auf der Unterseite, auf der Unterseite so rum, ähm, ins äh, Bild setzen äh, und da müssen wir halt schauen, wo die Anlaufmarker liegen und die haben wir unten drunter liegen. Das heißt, es geht hier Richtung 12.950 Punkte runter. Aber, und das ist jetzt das Aber: schaut mal hier die unteren Anlaufpunkte. Ähm, es ist halt viel, viel Luft unten rein. Ähm, und das ist die hohe Volatilität, die wir hier momentan im NASDAQ haben. Ähm, und das kann man gut und gerne als Trading-Chance nutzen. Aber. Wir sehen es halt hier wird es jetzt interessant. Wir sind massiv jetzt runtergekommen. Eine sehr, sehr weite Bewegung dort. Ein Rückschnapper zu sehen, der hätte meiner Meinung nach durchaus zunächst erstmal das Potenzial hier in die 1375-Punkte-Range zu laufen. Das ist hier dieses Drehlevel auf der Oberseite, äh, um dann ja. Entweder nochmal den Schub nach unten zu ziehen und Richtung nee, 12.950 Punkte runter zu laufen oder direkt wieder zurück in den Party-Modus. Beim NASDAQ ist halt das Thema der Zinsen <laughs> wichtig an dieser Stelle und zum Thema Zinsen ähm, möchte ich äh, gerne morgen auch noch ein paar Worte sagen. Das machen wir hier so ein bisschen in der edukativen Richtung, das Ganze auf alle Fälle. Also hier. Ist der Blick in den Nasdaq und ich würde sagen, wir machen jetzt mal da weiter, äh, was wir gerade eben gesehen hatten äh, in der Begrüßung sozusagen. Und da habe ich ja gesagt, wir müssen heute mal auf das Thema Öl schauen. Und beim Thema Öl äh, bin ich äh, nicht auf das WTI mal eingegangen, sondern ich habe mir äh, das Brand genommen und wir sehen es hier äh, im Wochenchart vom Brand an sich, äh, wo wir oben angestoßen sind. Ja, also der, der Aufwärtstrend ist definitiv absolut intakt, aber es gibt ein deutliches Korrekturpotenzial an dieser Seite auch ähm, zur Unterseite hin. Und was wir hier in dieser, in dieser, an, an dieser Stelle schon sehen, ich gehe gleich auch in die kleineren äh, tieferen Zeiteinheiten mit rein. Was wir hier an dieser Seite sehen, ist halt momentan die korrektive Phase. Hier oben der Deckel um die Marke von 72,30, der ist halt nicht von schlechten Eltern. Und wir sind weit reingelaufen und irgendwo ist halt auch mal der Punkt erreicht, dass man mit einer Korrektur rechnen muss. Die kann auch kurzfristig ein bisschen tiefer gehen, ohne was an den langfristigen äh, Tendenzen zu halten. Und wenn wir uns das jetzt hier mal ähm, auf Basis des Wochencharts auch anschauen wollen, dann sehen wir hier an dieser Stelle das nächste Ziel. Sollten wir hier unter das Tief der Vorwoche laufen, wäre mal hier der Drehbereich um die 63.30. Der ein oder andere wird sich jetzt fragen, wieso sieht denn der Seidel hier bei 63.30 einen Drehbereich? Die wichtigen Bereiche, die sind doch viel tiefer. Wir haben hier unten den Ausbruch, beziehungsweise hier hat man eine schöne Korrekturformation. Aber wir haben hier, und das kann man im Wochenchart gut sehen, das sehen wir dann in den kleineren Zeiteinheiten ebenfalls noch ein bisschen. Bisschen besser, aber auch der Blick in den Wochenchart sieht das Ganze äh, hier an dieser Stelle rein. Das hier in diesem Level ist ein definitives Haltelevel, denn wir sind hier an dieser Stelle, Moment, ich ziehe einfach mal hier eine Linie unten rein. Schaut mal hier, das hier war der Bereich, als wir hier das Zwischenhoch drüben rausgenommen haben. Da sind wir hochgelaufen. Dann ist dieses Level hier unten das Haltelevel gewesen. Wir sind hochgelaufen, runter. Wir sind nochmal hochgelaufen, wieder runter. Wir sind wieder hochgelaufen. Hier unten war der Aufsetzbereich. Also, das sehen wir. Der Drehbereich um die 63,30 ist halt ein Level, wo immer wieder Käufer reingekommen sind. Und das ist durchaus. Eine Situation, die hier wieder als Anlaufpunkt im größeren Kontext entsprechend kommen kann. Und das Ganze schauen wir uns jetzt mal noch in den untergeordneten Zeiteinheiten an. Das heißt, wir gehen jetzt mal eben aus dem Wochenchart rein in den Tageschart an dieser Stelle. Und da sehen wir, dass wir hier natürlich auch noch zwei Linien haben, die habe ich mal in blau markiert, die hier an dieser Stelle zunächst interessant sind. Und zwar ähm, heißt das hier, was passiert, wenn diese Linien getriggert werden. Ganz klar, wenn der Markt nicht unter die 6706 hier fällt, das war das kleine Zwischentief, dann haben wir gute Chancen direkt oben die 7047 anzulaufen. Sollte der Markt dort drüber gehen, haben wir einen Aufwärtstrend. Wohlgemerkt aus jetziger Sicht, ja, aus jetziger Sicht, das kann in einer halben Stunde oder in 10 Minuten oder in 5 Minuten schon ganz anders aussehen, wenn wir hier drunter rutschen. Schaffen wir es aber hier vorher umzudrehen und über die 70, 47 zu laufen, dann ganz klar, nächstes Anlauflevel oben. Das Zwischenhoch hier drüben, das haben wir liegen um die Marke von 72,03 hier oben. Das ist diese, dieses, dieses Hoch da oben in diesem Widerstandslevel. Und wenn es da drüber fliegt, dann können wir, ich gehe nochmal ganz kurz zurück in den Wochenchart, dann können wir. Auf die höheren Bereiche setzen, das heißt, das Potenzial auf der Oberseite ist auch da. Es gibt auch einige Analysten, die das sagen. Heißt also an dieser Stelle, nächstes Anlauflevel wäre mal hier oben dieser kleine Peak um die 75,62 und dann gibt der Chart halt relativ viel Luft nach oben hin Richtung 8674. Ja, das ist in diesem Chart, sind das die Marker, das ist weiter Weg, da kann viel passieren, da wird der Markt auch kräftig schwanken, nehme ich mal an. Aber das ist das, was wir hier sehen. Heißt also, laufen wir direkt direkt drüber haben wir eine schöne Korrektur, eine Seitwärtsphase gehabt, dann oben drüber, das wäre sehr sehr bullisch. Fallen wir allerdings unten drunter, dann müssen wir uns mit der Korrektur auseinandersetzen. Das heißt, dann bekommen wir eine Korrekturausweitung durch die Unterseite, dann haben wir einen Abwärtstrend am Laufen und dieser Abwärtstrend, der dann läuft, ich skizziere den auch gleich mal noch ein, äh, wie das aussieht, wenn der entsteht, dann haben wir natürlich das Potenzial ganz klar auf der Unterseite. Das heißt, das würde dann so ausschauen hier, das nach unten hin hier unter der 47, äh, 6706 im Brand entsteht der Abwärtstrend und die Anlaufmarke, die wir dann haben, erstmal mit Blick auf den Tageschart, ähm, dann haben wir hier diesen Drehbereich unten, die 6330 und Leute, schaut mal, das ist das, was ich gerade versucht habe auf der Woche zu erklären. Hier, da ging es nach oben, da ging es nach unten. In diesen Bereich rein. Dann ging es nach oben, dann ging es wieder nach unten, in diesen Bereich rein. Und immer wieder sind die Käufer hier reingekommen. Und deswegen sind die 63,30 relevant für den Markt. Das übersehen private Trader gerne mal solche wichtigen Level <laughs> und positionieren sich dann vielleicht an der falschen Stelle. Deswegen gehe ich hier drauf ein. Ansonsten muss man sagen, das ist für mich erstmal der erste große richtungsweisende Bereich. Sollte es an dieser Stelle nicht halten, dann wäre ein Level das nächste Level und zwar dieser Bereich hier unten. Und da spreche ich mit Absicht wieder äh, von einem Bereich, denn äh, wenn wir mal schauen, was wir hier haben, äh, wir haben hier eine Art, naja, Dreieckskonstellation. Wir haben leicht ansteigende Tiefs und leicht fallende Hochs hier. Das ist ein schönes Dreieck, das ist eine schöne Korrektur, wo wir ausgebrochen sind. Und dieses Level, was wir hier hier haben, das ist so der Bereich zwischen was haben wir hier unten 54 und 56 dieser Schwankungsbereiche. Das wäre dann mal der nächste Anlaufbereich. Den möchte ich hier jetzt noch gar nicht auf die Uhr nehmen, aber schon mal in Voraussicht auf das, was wohl kommen kann, ähm, ist das etwas natürlich, was man durchaus auf der Uhr haben sollte, wenn wir uns den Tageschart anschauen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig und für die kurzfristigen Trader ähm, unter uns. Schauen wir noch mal eine Zeiteinheit tiefer. Das heißt, ich gehe jetzt mal vom, ähm, vom Wochenchart, äh, vom Tageschart in den Stundenchart rein. Ähm, und da sehen wir die Oberseite natürlich hier oben der Deckel drauf bei 70,47. Das hatte ich ja gerade markiert. Äh, und wir sehen auch die Unterseite. Ich gehe auch gleich noch mal auf die Oberseite ein. Zunächst allerdings kurz der Blick auf die Chart-Unterseite. Ähm, und da sehen wir sozusagen jetzt hier auf der Unterseite hin. Ich lösche mal kurz hier eine Linie raus, die wir nicht brauchen. Die Anlaufpunkte, das heißt, wenn wir hier den von mir angesprochenen Abwärtstrend bekommen ähm, und uns nach unten begeben, dann heißt das halt, wo sind Anlaufpunkte? Aus den kleinen Zwischentiefs, die wir immer wieder sehen, äh, sehen wir ja ganz klar, da haben wir so gewisse Marker auch liegen, die ich hier mal kurz ansprechen möchte. Das heißt, bis unten hin hier in diesem Bereich um die 63-Dollar-Marke. Haben wir hier ganz klar, sollten wir unter 67,06 fallen? Der Drehbereich hier unten, der Schwungbereich hier, wo wir kurz gehalten haben und dann stark drüber gegangen sind um die 65,30 wäre mal interessant. Und wenn wir uns diesen Chartverlauf hier weiter noch ein Stück weit nach oben anschauen, hatten wir hier unten das Zwischentief um 63,08. Das ist natürlich ein interessanter Anlaufpunkt und davor. Man weiß das ja inzwischen, ich schaue da immer auf die kleinen Schwünge, die wir hier in diese Richtung haben, was da relevant ist. Und wenn ich mir da mal dieses Chartbild hier, diesen Schub nach oben auch anschaue, dann wären es noch mögliche kleine Level, die es hier gibt. Und das wäre hier das eine um die Marke von 64 64 05 hier in diesem Bereich hier. Das ist also auch ein, ein, ein Bereich, den nagelt man nicht fest. Das ist so ein Ungefährbereich, bereich der ist wichtig äh, und dann haben wir sozusagen dort ein paar planbare Anlaufpunkte. Das ist jetzt sozusagen die Unterseite, wenn es hier doch dynamischer zur Seite gehen sollte. Kommen wir allerdings um diese Linie hier unten, um die 6706 in den, äh, sag ich mal, Genuss... Um das mal so zu sagen, ähm, der Käuferrückkehr in den Markt ist für die kurzfristigen Trader auch der Weg nach oben hin zur 70, 47 interessant. Dann hätten wir quasi eine Trading Range, wo der Markt von unten nach oben und von oben nach unten läuft. Und da ist es natürlich hochinteressant. Das ist jetzt für das ganz kurzfristige Trading hier. Schaut mal die Oberseite, die wir da liegen haben. Da haben wir ein paar Zwischenhochs. Die sind natürlich jetzt für den Bereich innerhalb der Trading Range durchaus interessant. Das heißt hier grob die 68,50, hier das Zwischenhoch um die Marke von 69, 25, 26. Dann haben wir hier diesen Bereich um die 69,50 und dem kommt gleich was Doppeltes zugute, denn das ist hier oben der ehemalige Unterstützungsbereich. Grob wie immer, bitte ja. Und dann sind wir von unten daran gelaufen. Das heißt, hier wurde abverkauft und dann nochmal abverkauft. Das heißt, das ist schon im Widerstandslevel. Das sind durchaus planbare Anlaufpunkte. Und wenn wir uns das mal kurz im Kleinen anschauen, dann sehen wir halt hier im 5-Minuten-Chart, das ist der Trend zur Unterseite. Und die Marker, die ich gerade in der Stunde rausgezogen habe, das sind die relevanten Zwischenhochs. Und die kann man durchaus gut und gerne fürs Trading hier nutzen. Das. Der Blick in Öl. Ich muss mal kurz schauen. Wir haben ja gestern auch äh, die Daten bekommen zum Ölpreis. Da muss ich nochmal kurz die Daten mir raussuchen hier. Äh, auf gestern klicken. Die Dienstagsdaten vom API hatten ja einen Rückgang angezeigt. Ich bin mal gespannt, ob das ein Vorlauf gewesen ist, auch für gestern. Da muss ich nochmal kurz auf gestern schauen. Was haben wir hier? Rohölbestände, die sind gestern angestiegen. Ja? Lagen etwas unter den Erwartungen, aber die API-Daten sind halt rückläufig gewesen. Die Rohöllagerbestände, die offiziell in die Mittwochsnummer kommen. Da hatten wir ähm, ja einen Zuwachs. Das bringt ein bisschen Druck rauf, aber der Zuwachs war bei weitem nicht so hoch wie in der Woche davor. Also, es geht weiter hin und her. Und das ist halt das, was auch auf das kurzfristige Bild im Öl immer mal ein bisschen sozusagen ja auswirkt. So. Dann hätten wir das Öl auch besprochen. Äh, wie schon gesagt, das heute mal im Brand. WTI schaut ähnlich aus. Ja, auch hier. Der Blick noch mal ganz kurz rein ins WTI. Die Grundtendenz ist die gleiche. Sollten wir hier tatsächlich unter dieses Zwischentief bei 63.10 fallen, hätten wir einen Abwärtstrend. Ansonsten hier unten, also hier diese Marke, das wäre wichtig. Äh, ansonsten, wenn es hier oben über die 66.18 bis 66.50 drüber geht, hätten wir die Oberseite. Seite. Das sehen wir. Wir sehen auch immer wieder, dass die tieferen Kurse gerne mal zum Kauf genutzt werden. Also es bleibt hier spannend. Die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Sollten wir hier unter die 6307 drunter fallen, haben wir den Abwärtstrend und dann müssen wir uns erstmal darauf einstellen, dass wir hier eine Korrektur in den Bereich unten um die 5920 bis 5850 bekommen können. Nicht müssen, aber können. Das ist mal das größere Bild. Die Oberseite schaut genauso aus, wenn wir uns das mal kurz anschauen wollen. Sollten wir hier tatsächlich ein. In den Boden bekommen und der Markt läuft oben drüber, dann haben wir durchaus gute Karten, oben rauf zu laufen. Hier Anlaufpunkte zur Chat Oberseite wie immer, die entsprechenden Zwischenhochs hier, ich markiere sie mal ganz kurz, die Level um die 64, 70, 65, 30 und 65, 50 wären hier dann erstmal definitiv relevant. Mit Blick in den WTI. So, alles klar. <laughs> Gut, um, ja, Leute, was machen wir? Wir gehen jetzt auf Gold. Jawohl, Gold. <laughs> da ist Partymodus. <laughs> gestern gewesen. Jawohl, das geht durch die Decke, wird der ein oder andere jetzt sagen. Ja, ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Also Gold hat gestern schon ziemlich stark profitiert von den Sachen der Fed. Aber hier an dieser Stelle auch, ich habe das Gold. Absolut im Blick, Leute. Ich gucke genau drauf, was hier passiert. Und das wird heute sehr, sehr spannend zu sehen. Denn wir haben hier untergeordnet den kleinen Aufwärtstrend am Laufen. Die ganzen Linien, warte, ich lösche die mal kurz raus hier unten. Wir brauchen die halt immer für die Chartbesprechung. Es ne? ist schon manchmal ist das schon tricky, aber gut Leute, passt auf, wir haben hier den kleinen Aufwärtstrend am Laufen, das ist das, was wir hier sehen, ich ziehe es mal ganz kurz ein, ich gehe nur mal ganz kurz drauf ein, möglicherweise ergibt sich nämlich hier heute ein Handelssetup für die Abwärtsrichtung, aber das müssen wir erstmal so ein bisschen sehen, aber ich mache das heute einfach mal live, hier an dieser Stelle möglicherweise kann der ein oder andere davon schon so ein bisschen profitieren was ich hier im Bild habe und wenn sich da durchaus was entwickeln sollte, heute über den Lauf des Tages, dann könnte es durchaus auch sein, dass ich da morgen auch den Blogbeitrag zuschreibe, äh, denn sowas darf man sich nicht entgehen lassen. Schaut, das ist der korrektive Aufwärtstrend hier, der nähert sich so Stück für Stück dem Widerstandslevel. Was wir übergeordnet haben, ganz klar, der Abwärtstrend, ne? der ist weiter da hier, der hat hier oben das große Zwischenhoch gehabt, jetzt haben wir hier den starken Bewegungstrend nach unten und was wir hier halt auch sehen, wir sehen ganz klar, das ist der Bewegungsarm hier, der trendet schön zur Unterseite rein, das ist die Gegenbewegung, nächster Widerstand hier oben, die 1765 und wenn wir da quasi umkehren und die Kerze heute sieht eher. Zumindest jetzt, ja, der Tag ist noch lange nicht um. Ähm, da kann noch viel passieren. Aber jetzt sieht so aus, als wenn der Markt hier wirklich etwas vorsichtiger wird hier oben. Und wenn wir das so sehen ähm, und wir tatsächlich hier unter das Tagestief drunter rutschen, dann wird es interessant, was unten passiert hier an den Tiefs der letzten Tage. So grob um die 1725, wenn wir dort drunter rutschen, dann dürfte der Markt erstmal im Gold wieder ein bisschen zur Unterseite laufen ähm, und hier in Richtung der 1660, 1000. Was haben wir da unten? 1000. 180, äh, Marke hier unten laufen. Das ist sozusagen hier an dieser Stelle schon mit rein. Also, das ist der Blick in den Goldpreis. Silber, ähm, wie schon gesagt, Silber bin ich äh, etwas anders eingestellt als im Gold. Der Chart sieht ein bisschen anders aus. Äh, aber was wir hier an dieser Stelle sehen, ist das gleiche Verhalten. Wir sind hier aus einer schönen Seitwärtskonsolidierung jetzt, oder was heißt seitwärts? Wir sind ja schon ein ganzes Stückchen drüber gelaufen. Aber wenn man sich mal die Kerzenkörper anschaut, ist das schon ein schöner Seitwärtslauf. Da sind wir jetzt äh, gestern leider drüber gelupft und heute auch schon mal jetzt kommt der abverkauf hier wird es halt wirklich interessant was passiert hier unten was macht der markt um die 26 dollar marke sammelt er sich wieder drum wäre das eine gute situation mal kurz wieder ein quickie trade zur oberseite hin zu machen läuft er aber übers tageshoch drüber dann dürften wir durchaus auch hier luft haben bis zur 2690 das der blick in silber so jetzt muss ich mal schauen es kam ein bisschen was ähm, bei den wunschmärkten rein wir haben eine frage zum jetzt muss ich mal ganz kurz schauen Euro japanischen Yen ähm, Euro britisches Pfund und äh, was haben wir noch Euro US Dollar ähm, hier beim Euro US Dollar wäre ich gefragt ob man jetzt Long oder äh, Short gehen wohin kann es laufen ähm, also wir sind definitiv ähm, haben wir auf den Euro noch nicht geschaut ähm, beziehungsweise wir haben den Euro schon mal kurz auf der Uhr gehabt ähm, und da ist es halt so ich habe es gesagt gehabt wir sind hier oben reingelaufen. Es sieht jetzt eher die Unterseite wieder aus. Es kommt ein bisschen drauf an, wie der US-Dollar Future sich heute auch erhält, äh, verhält und was Frau Lagarde sagt. Also hier an dieser Stelle, wie schon gesagt, die Long-Richtung wird dann interessant, wenn wir hier über die äh, 1000, äh, 1900. Leute, Mensch, was ist denn mit mir los? Über die 1,1990 drüber laufen. Solange das nicht der Fall ist, eher die Unterseite hier. Mal gucken, was wird heute im Laufe des Tages die 18. 82 hier unten der Zielbereich wäre mal interessant, wenn wir hier direkt runterlaufen, das wäre schon ein Schwächezeichen. Das zum Euro, sondern dann haben wir noch zwei Fragen und zwar Euro-Yen und Euro-Britischer Pfund hier an dieser Stelle, müssen wir mal gucken was diese beiden Charts an dieser Seite sagen, wir starten mal los, kurz mit Euro, japanischen Yen, den haben wir hier, mal der Blick in den 4 Stunden Chart an sich, also da sieht auf der Oberseite weiterhin alles ganz normal aus, es ist weiter in der Long-Geschichte drin, wir gehen mal kurz auf Tagesbasis, nein wir müssen hier auf Wochenbasis gehen, damit wir sehen was los ist, also hier oben, wie schon gesagt der Markt verharrt weiterhin in diesem hohen Level, um die 130 30, 129, 9 Extrem stark gesehen. Der Markt will einfach nicht runter. Es ist eine sehr, sehr schöne weitere Aufwärtssequenz. Wir laufen hier über die Vorwochenhoch auch drüber. Der Markt hat durchgeatmet, geht jetzt wieder rauf. Das ist ein starkes Zeichen. Also ich gehe mal davon aus, wenn hier der Markt weiterhin auch schön stark bleibt, dass wir durchaus hier in naher Zukunft Hoch Richtung 133 laufen werden. Ähm, das Ganze ist so lange, wie der Arm hier auch intakt ist, alles gut. Wenn wir auch mal sehen hier die Korrektur, die wir gesehen haben, ist reingelaufen bis in die 129, knapp 50. Und jetzt stehen wir wieder oben am Hoch. Also von der Seite her ähm, hier an dieser Stelle. Die 130 60 sind interessant, der Fortgang ist da. Es sieht momentan eher zur Longseite aus. Short wird es erst dann kurzfristig der Korrekturmodus sozusagen, wenn wir hier um das aktuelle Zwischentief. Bei 129, was haben wir hier im Low? Ich lese es mal kurz ab. Das Low war bei 129,49. So, wenn wir hier unter dieses Tief fallen, dann ist der, sage ich mal, Schub, der kleinere Schub nach oben, erst einmal zu Ende. Das heißt, dann sollten wir mit einer Korrektur rechnen. Und wenn das dann tatsächlich kommt, dann haben wir sozusagen den Verlauf und den können wir auch schön planen. Hier, das war das Korrektur-Tief, das ist das Trend hoch. Ne? Und wenn wir dort dann drunter laufen, dann geht es erstmal in die Korrektur und die Marker zur Unterseite, die wir hier besprochen haben, bleiben weiter ähm, sozusagen auch mit da. Das ist Nummer eins. Nummer zwei war die Frage auf das Währungspaar Euro-Britischer Pfund. Hier schauen wir uns das Ganze auch mal noch mit an. Euro britisches Pfund haben wir dort. Ähm hier entsprechend natürlich weiterhin die Bodenbildungsphase unten um die Marke von 0,8550. an dieser Stelle. Gucken wir uns das mal kurz im Tageschart an, dann sehen wir es. Ja, wenn wir tatsächlich unten drunter fallen sollten, unter das Zwischentief hier, was wir hier drüben haben, das heißt, das Zwischentief haben wir ja gehabt bei 0,85 knapp 39 Wenn der Markt tatsächlich dort drunter fallen sollte, dann ist der Weg nach unten offen. Das haben hat er noch nicht gemacht. Das heißt, das hier vorgestellte Schutzszenario ist noch nicht getriggert worden. Die Longseite für die Gegenbewegung übrigens auch nicht. Wir laufen hier mehr oder weniger seitwärts. Und wenn wir uns das Ganze mal im Stundenchart anschauen wollen, das ist eine, eine, eine Testphase hier unten. Der Markt wollte schon mal runter, aber nur noch ist es nicht so weit. Er muss drunter brechen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn er es tut, dann erst mit dem Tief hier unten drunter setzt sich der Abwärtstrend fort. Und das ebnet dann den Weg in das, was ich hier in der Chartbesprechung auch vorgestellt habe, in die tieferen Level hier rein. Die Drehbereiche hatte ich genannt. 0,85, 0,83, 90 und hier unten das Tief bei 0,82, 90. Also hier ist mit Blick auf gestern noch nichts passiert. Alles ganz entspannt zu sehen. So, haben wir da, was haben wir noch als Frage? Ähm, Matthias, habe ich schon Öl? Ja! <laughs> Öl hatten wir schon. Bitte zurückspulen oder nachher das Video nochmal anschauen. Öl hatte ich heute als, ja, sag ich mal, ja, mein Top-Peak. Heute mal im Brand, aber über WTI hatten wir auch gesprochen. Die Charts sehen identisch aus. Gerne nochmal zurückspulen oder aber in den Blog von Tickmill schauen. Wer den Blog von Tickmill übrigens noch nicht kennt, Leute, reingucken. Das lohnt sich wirklich immer wieder, denn da schreibe ich immer das, was ich hier erzähle, auch rein. Für die Traderinnen und Trader hier bei Tickmill sogar vor allen anderen. Morgens mache ich das in aller Regel. Bevor ich hier sozusagen äh, die Charts auch tickend bespreche, gibt es die entsprechenden Informationen auch immer schon äh, vorab. Wie ich schon gesagt, hier, das ist der Expertenblock von Tickmill sozusagen. Hier, ich mache das einfach mal ganz kurz rein äh, in die Chats. Wen das interessiert, einfach mal bitte reinschauen. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, dass ich das hier reinkriege. So, pup, das ist also sozusagen der Block von Tickmill. Ähm, da steht immer alles drinnen. Das poste ich auch gleich mal noch auf. Zack, hier auf Facebook, da hat es dann auch jeder an dieser Stelle und äh, ja, das ist, äh, guck da rein, das lohnt sich und wie schon gesagt, hier stehen auch die Marker immer noch mal drin, wer die sehen will, fürs eigene Trading Sachen umsetzen möchte, das sind halt auch die Dinge, die ich in meinem eigenen Trading immer wieder umsetze, wo ich meine Profite rausziehe, ähm, das kann man dort gut sehen, dann kann man mir auch so ein bisschen folgen, äh, wer das Ganze auch lernen will, es gibt in Kürze im Mai wieder eine Ausbildungskampagne, äh, die mache ich zusammen mit dem Martin Gersch am äh, 8. 9. Mai, das ist das Wochenende das Zweite Mai-Wochenende. Ähm, das hatten wir ja letztes Jahr schon mal gemacht. Das war sehr, sehr gut, sehr, sehr interessant. Da haben wir sehr, sehr schönes Feedback bekommen. Äh, das wird es hier auch wieder geben. Ich muss mal schauen, ob es für Tickmill-Kunden da auch wieder ein 10%-Discount gibt. Da spreche ich mal mit dem Marketing. Das würde mich natürlich freuen, weil mich freut natürlich auch, <laughs> wenn hier unsere Community wächst und die erfolgreich unterwegs ist, weil das ist ja das, was wir brauchen. Das ist auch der Anspruch von Tickmill. Ähm, Tickmill sagt ja selbst, wir wollen alles tun, damit unsere Trader langfristig erfolgreich. An den Märkten aktiv sind. Und das ist ja das Schöne. So ist die Win-Win-Situation und das muss auch so sein. Deswegen ist Ausbildung auch ein wichtiges Feld. Das ist ein bisschen ein Steckenpferd von mir. So oft mache ich es nicht, aber ab und an nehme ich mir die Zeit dafür. Von der Seite her, ja. Mich reizt einfach das Trading und das ist mir viel, viel wichtiger als alles andere. Und dann das Leben zu genießen, das gehört natürlich auch dazu. Deswegen gibt es die Ausbildung nicht ganz so oft. Da mache ich mich mit Absicht ein bisschen rar, ähm, weil ich halt keiner bin, der die Dinge des Lebens nur für Geld eintauschen möchte. Deswegen bin ich Trader geworden, mehr oder weniger geworden. Das war mein Wunsch, der läuft auch und das ist halt das, was ich so liebe. Deswegen freue ich mich auch jeden Morgen hier bei Tickmill, das Ganze zu zeigen. So, Fragen haben wir jetzt keine mehr auch auf Facebook gibt es keine, das heißt an dieser Stelle sage ich Danke für die Likes, wer es noch nicht getan hat jetzt ran an die Maus oder mit dem Finger auf den Bildschirm tippen, ein Like vergeben und dann läuft das, ich freue mich drüber empfehlen Sie uns weiter und ich sage Tschüss bis morgen früh, wenn wir wieder in die tickenden Charts schauen, dann ist übrigens der Nasdaq auch wieder mal an der Reihe mit einer tiefen, tiefen, äh, sage ich mal Analyse hier, den gucken wir uns ganz genau an, also morgen der Nasdaq, dann morgen Zinsen Thema Inflation, was macht der Zinssatz mit dem NASDAQ. Also, all das spielt zusammen. Da freue ich mich schon drauf. Bis dahin allen einen erfolgreichen Trading-Tag und ich freue mich auf morgen. Bye bye und tschüss.